Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Dieses Wochenende, nicht zu vergessen, ist die Safari-Zone in Brasilien. Also wird es dort mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Shiny Enton geben. Bedeutet aber auch, dass wir auf der ganzen Welt häufiger Enton antreffen werden. Es ist zwar jetzt in diesem Moment vielleicht noch nicht so weit, aber ich denke, weniger als 24 Stunden wird es aber soweit sein. Bei den letzten Safari-Zonen ist es nämlich genauso gewesen. Wir denken mal zurück an Shiny Wingull, an das Wochenende, falls ihr euch noch daran erinnert. Oder Shiny Pinsir war, glaube ich, das letzte, was gewesen ist. Und ja, die Shiny-Chance für ein Pokémon aus der Safari-Zone, also ein Shiny aus der Safari-Zone, ist erhöht. Also nicht 450, aber dennoch niedriger als bei einem C-Day. 1 zu 25. Schließlich geht das ja das ganze Wochenende. Und natürlich bleibt Shiny Enton im Spiel. Nur, wie oft werdet ihr einem Enton begegnen und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dann Shiny ist? 450. Also von daher wird das natürlich dann nicht so schnell gehen. Was ich eigentlich damit sagen wollte, geht nach draußen am Wochenende und jagt Enton. Weil die Shiny-Chance auf einen Enton ist nur da sehr hoch und sehr einfach zu bekommen und danach wird es halt sehr, sehr schwer. Im Gameplay seht ihr übrigens wieder ein Groudon zu dritt. Hat wieder keinen Solarstrahl, aber ich glaube, mit Solarstrahl wird es schon um einiges schwieriger, weil Wasser-Pokémon gibt es wie Sand am Meer. Jeder hat genügend Wasser-Pokémon oder hat gute Wasser-Pokémon, aber Pflanzen-Pokémon hat nicht jeder. Da ist es auch das Problem, dass halt einfach die WP sehr niedrig ist und dass das früher auch gar nicht so groß gepusht wurde, so rum. Also, in Brasilien findet die Safari-Zone statt. Wenn man dort vor Ort wäre, hätte man sich vorher ein kostenloses Ticket besorgen müssen. Dafür, für dieses kostenlose Ticket bekommt man halt auch die Safari-Zonen-Medaille. Und folgende Pokémon werden dort vor Ort sein. Ich denke, auch ohne Ticket kann man diese Pokémon dann wahrscheinlich in Porto Alegre fangen. Und Plinfar, Chillast, Panflam, Enton, Kindwurm und Relikant als regionales Pokémon, das eigentlich in Neuseeland unterwegs ist. Das regionale Pokémon ist definitiv ein interessanter Punkt, aber dennoch können wir ja nicht einfach alle nach Brasilien fliegen. Das kostet ja doch schon um einiges Geld und ja. Aber irgendwann werden wir bestimmt auch mal Relikant treffen. Ansonsten muss man halt jemanden finden, der das tauschen kann. Denkt bitte auch daran, dieses Wochenende ist das letzte Wochenende, wo ihr noch Kyogre und Groudon in Raids finden werdet. Es geht zwar noch ein paar Tage, aber wer hat schon unter der Woche Zeit für Raids? Also ich zum Beispiel kaum oder gar nicht. Und vergesst nicht, ein Knilz zu Kappel zu entwickeln, damit ihr wenigstens einmal die besondere Attacke Strauchler auf Kappels bekommt. Wie ihr sehen könnt oder sehen werdet, ist dieses Knilz aus Offenburg vom 19.01. mit Pokéball. Könnte also sein, dass es eher der Pokéball Plus gewesen ist, der das gefangen hat. Und ja, sehr schöne IV. Eventuell kann ich es jetzt dann durch die Entwicklung auch viel besser ausrechnen. Man könnte natürlich auch diesem Kappels eine zweite Ladeattacke sich besorgen. Kann man aber, muss man jetzt aber nicht dieses Wochenende machen, sondern das kann man auch später machen. Was man aber nicht versuchen sollte, auf ein Kappels ohne Strauchler versuchen, eine zweite Ladeattacke zu kaufen und zu hoffen, dass man Strauchler bekommt. Das braucht man nicht versuchen. Es funktioniert nur mit der Entwicklung. Leider oder zum Glück, je nachdem. Ein bisschen seltener ist es dadurch dann schon. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, was bringt das überhaupt, ein Kappels mit Strauchler zu haben? Also Kappels ist jetzt nicht so schlecht, ist natürlich trotzdem eine Glaskanone, was vielleicht für den einen oder anderen nicht besonders sinnvoll ist. Also nur ein einziges Kappels zu besitzen, ist bestimmt nicht schlecht. Es gibt Situationen, wo man aber bestimmt 6 Stück gebrauchen könnte,
um überhaupt gewisse Raids zu schaffen. Das reichen aber dann meistens dann nicht sechs, sondern man braucht dann gleich ein Doppelteam, weil es stirbt halt sehr schnell, weil es ist eine Glaskanone, also es hält nicht viel aus. Als nächstes möchte ich euch mal von einem Turnier erzählen, solange hier dieses Groudon gefangen wird, weil danach kommen wir zu einem anderen Thema, nochmal zum Thema PvP, Attacken, wer ist besser, was ist schneller und was auch immer. So wie gestern quasi. Also es gab letzten Sonntag sowohl anscheinend in München und auch in Erfurt ein PvP-Turnier, veranstaltet durch The Sith Vote und Niantic. Hundertprozentig weiß ich es nicht. Ich bin schließlich nicht dabei gewesen oder nicht vor Ort gewesen. Ich weiß nicht genau, wer so da das in die Wege geleitet hat, dass es zum Beispiel in Erfurt ein Turnier gegeben hat oder sogar vielleicht öfters jetzt Turniere stattfinden. Das weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Aber auf jeden Fall hatte etwas stattgefunden. Das Interessante ist, dass man dann aber nur einen bestimmten Pool an Pokémon hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kampf- und Stahl-Pokémon und dann die Superliga. Und ja, und dann kann man sich gegeneinander messen, wie das dann genau vor Ort stattgefunden hat, außer dass man das natürlich erstens vor Ort machen muss und mit QR-Code scannen, ist ja ganz klar. Anders ist das nun mal nicht möglich, sonst müsste man ja so ein Turnier ja 90 Tage vorher, ich glaube 90 oder 30 Tage vorher planen. Ich glaube, es waren eher 30, weil die Freundschaften ja sonst dann erst geknüpft werden müssen und vor allem muss man ja auch dann den gewissen Platz haben und dann auch gucken, dass man das auch jeden Tag levelt und ja, das wäre jetzt alles nicht so einfach. So, heute geht es um zwei Sachen. Erstmal geht es um Konfusion und Psychoklinge, hat sich, glaube ich, der Benjamin gewünscht. Dann habe ich gedacht, ja klar, mache ich doch schnell, ist doch kein Thema. Ich habe aber diesmal sogar gesagt, ich will dasselbe Mewtwo und ich will, dass das Lapras dieselbe Attacke hat. Also meine Aussage kann ich definitiv widerrufen. Lapras hat bei jedem Mal, wenn man den Kampf startet, hier sind wir in der Meisterliga, immer eine andere Attacke. Also ich habe auch Lapras mit Aquaknarre hier erlebt und auch mit Hydro-Pumpe. Was natürlich dann sehr unpraktisch war, dadurch musste ich den Kampf mehrmals neu starten, bis dann endlich Lapras die gleiche Attacke hatte. Und zwar ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Eis-Sofort-Attacke Lapras besitzt. Aber hier ging es um Surfer. Und Surfer war wirklich die Attacke, wo dann auch Mewtwo dann einigermaßen lange überlebt hat und dann auch einiges an Schaden machen konnte. Oben habt ihr Psychoklinge gesehen und unten habt ihr Konfusion gesehen. Jetzt könnt ihr nochmal sehen, Psychoklinge hat leider nicht besonders viel Schaden in fast derselben Zeit erlangt, bis also nicht, also so lange wie halt Mewtwo überlebt hat, ne? Also Mewtwo hat halt nicht lange überlebt und ihr konntet jetzt dann den Unterschied sehen, dass Konfusion weitaus mehr Schaden verursacht hat in der Zeit, wo Mewtwo gelebt hat. Natürlich musste es jetzt halt Ladeattacken einstecken. Ich habe jetzt keine Ladeattacke eingesetzt. Es ging jetzt erstmal jetzt nur um die Sofortattacke, weil das halt sehr leicht messbar ist und schön anzugucken ist. Ja, genau. Das nächste. Als nächstes habe ich ausprobiert Biss und Konfusion. Ich habe sogar ein Gyarados Shiny genommen, das jetzt nicht unbedingt besonders hoch in der WP ist. Ich weiß aber, dass die Attacke Biss hat eine Damage per Turn 4 und die Konfusion hat Damage per Turn 3. Also das heißt schon, es ist ein kleiner Unterschied vorhanden, definitiv. Die Ausführungsdauer von Konfusion ist halt auch etwas länger als von Biss. Cresselia lebt hier ziemlich lange, aber Biss. Mit Biss hat man Alola Volona vorher besiegt. Hier hatte ich Gott sei Dank Glück, dass beide sofort die gleiche Attacke hatten. Wäre aber jetzt in dem Moment sogar egal gewesen, weil hier ging es darum, wer schafft es, Alola Volona zuerst zu besiegen.
und Cressilia hat einfach ziemlich lange überlebt. Die besten Sofortattacken sind Konter, Feuerodem, Steinwurf, Biss, Kratzer und Rasierblatt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hinterlasst mir eine Rückmeldung, Kommentar, Daumen hoch, runter. Schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen vorbei, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Abonnieren, Glocke aktivieren oder auf Twitter folgen. Bis zum nächsten Mal.